Hallo und herzlich willkommen auf dem Digital Bash YouTube-Kanal. Ihr seht jetzt gleich im Folgenden den Vortrag von Arne Niemann, Content Marketing als Event Booster, 5 Tipps für mehr Reichweite aus unserem Digital Bash Content Marketing Event. Also viel Spaß! Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ich heute hier sein darf, um euch ein bisschen was über Content Marketing im Event-Kontext zu erzählen. Und ich habe euch einmal 5 Tipps für mehr Reichweite mitgebracht. Doch bevor wir damit anfangen, würde ich mich einmal kurz vorstellen. Ich bin der Arne. Ich bin Head of Marketing bei Ticket.io, verantworte dort unter anderem das Brandmanagement und seit Anfang des Jahres auch die strategische Markenausrichtung. Ich habe vorher schon etwas bekannteren Marken gearbeitet, Orangina, Nicknix, Red Bull, und habe dort im Marketing das Brandmanagement betreut, aber auch jegliche andere Themen und gehe selber gerne auf Veranstaltungen und bin stets auf der Suche nach neuen Trends, um Marketing für die Veranstaltungsbranche besser und interessanter zu machen. Vielleicht bevor wir anfangen, würde ich euch einmal kurz zu Ticket.io abholen. Ticket.io ist ein unabhängiger Ticketing-Anbieter aus Köln. Wir haben eine webbasierte Software, womit wir Veranstaltende in allen Branchen vollumfänglich bei allen Themen rund ums Ticketing betreuen. Das ist nur so ein kleiner Ausdruck von den Services, die wir anbieten. Mit der Software können die Kundinnen und Kunden individuelle Ticketshops gestalten. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Integrationen in unser System zu integrieren. Was auch super interessant ist natürlich, ist Anbindung zu Performance-Tracking-Tools für Veranstaltende, die über die Social-Media-Plattform Content ausspielen. Und wir bieten auch Beratungsleistungen im Marketing an. Um das Ganze ein bisschen besser für euch einmal einzuordnen, machen wir einen kurzen Ausflug in den Ticketing-Kosmos. Und zwar, da gibt es sozusagen zwei Welten. Einmal die Anbieter, die im Ticketing und Live-Entertainment unterwegs sind, und die Anbieter, die ein eigenes Ticketing-System bzw. ein System programmieren und es den Veranstaltenden zur Verfügung stellen. Der eine oder andere kennt bestimmt Eventim, Ticketmaster und Co. Das sind Vertriebsportale, die fokussieren sich sehr stark auf die Vermarktung von den Veranstaltungen. Dadurch, dass man natürlich eine größere Reichweite hat, fallen dort auch vergleichsweise höhere Gebühren an und meist liegt die Datenhoheit auch bei den Plattformen selber. Im Gegensatz dazu bietet der unabhängige Ticketing-Anbieter eine Softwarelösung für Veranstalten an. So machen wir das auch, wo die Fokus ganz klar auf den Veranstaltenden liegt und auf der Veranstaltung selber. Demnach haben die Veranstaltenden auch mehr Möglichkeiten zur eigenständigen Vermarktung und haben jederzeit auch Zugriff auf auf die Daten der TicketkäuferInnen, was natürlich auch sehr hilfreich ist, wenn es um das Thema Content geht und an wen das ausgespielt wird. Wir haben bei uns intern mal 100 Kundinnen gefragt, worauf sie denn bei ihrem Content-Marketing aktuell achten. Und da sind ganz viele Antworten reingekommen, aber um das mal so ein bisschen zu clustern, sind das die gängigen Themen, dass der Content ein ganz klares Ziel haben muss, also einen Purpose, was will ich mit meinem Content erreichen. Dann muss zu der heutigen Zeit Content relevanter sein als je zuvor. Und viele sagen aber auch, ne, man hat Veranstaltende, die haben ein größeres Team, manche haben ein kleineres Team, das kommt auch immer auf die Eventgröße an, dass da stark auf die Ressourcen geachtet werden muss, um überhaupt eine Menge an Content zu produzieren und auszuspielen. Da kommen wir gleich mal zum nächsten Thema, und zwar sind Momente mittlerweile sehr kurz. Ich glaube, wir kennen alle das Goldfisch-Thema, dass ein Goldfisch eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden hat und der Mensch nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden. Und dann gibt es noch die sogenannte Dwell-Time, das heißt die Zeit, die für Wahrnehmung bzw. die Betrachtungsdauer von Content bzw. auch Werbemittel abläuft, sage ich mal. Und das sind mittlerweile weniger als 2,5 Sekunden. Es kann sein, dass das mittlerweile auch noch weniger ist aufgrund von dem Heavy Access von Social Media. Wir kennen das alle, wenn man mal auf TikTok oder Instagram sich in den Reels verläuft, wie oft man dann nach oben scrollt und dann sind schon einige Minuten oder auch Stunden vergangen.
Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in dem Informationskonsum wider, den wir Menschen eigentlich aufnehmen. Das heißt, durchschnittlich nimmt eine Person in Deutschland 11 Stunden und 9 Minuten an Informationskonsum auf, beziehungsweise an Information. Das geht aus der Warnet-Mediennutzungsanalyse hervor. Da wurden Personen zwischen 14 und 69 Jahren befragt. Das setzt sich natürlich aus verschiedenen Komponenten zusammen, wie TV, Videospielen, Web, aber auch Social Media und Videoinhalte spielen da eine ganz große Rolle, wobei viele Ergebnisse mittlerweile auch gleichzeitig stattfinden. Also man guckt Fernsehen, man ist am Handy und natürlich erschwert das sozusagen die Herausforderung, mit unserem Content an die User zu gelangen. Aber was natürlich auch sehr aufmunternd ist, sage ich mal, dass trotz einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne insbesondere die Gen Z dafür bereit ist, dass Videoinhalte, die sie mögen, auch gerne stundenlang konsumiert werden. Also generell ist der Tonus, egal was die Leute mögen, sie wollen mehr davon. Es ist für uns noch relevant, Content zu erstellen, der unsere Zielgruppe oder der deine Zielgruppe begeistert und sie animiert dazu zu stoppen und zuzuhören. Und deswegen brauchen wir eigentlich mehr Content, der für Reichweite und Sichtbarkeit sorgt. Und ich habe euch jetzt mal 5 Tipps mitgebracht, die sozusagen ein Event oder dein Event, was gerade vielleicht so aussieht, mit ein paar Tipps hinterher ein bisschen nach einem tollen Candyland aussehen lässt. Ich bin bei solchen Formeln immer vorsichtig. Also es ist nicht so, dass wenn ihr jetzt die 5 Tipps anwendet, dass dann auf einmal alles funktioniert. Für manche ist vielleicht auch nur der ein oder andere Tipp dabei, aber generell sind das Tipps, die eigentlich relativ schnell umsetzbar sind. Fangen wir mal an mit dem ersten Tipp, dass ihr das Left Field bedenken solltet. Das Left Field ist im Rahmen der OMR dieses Jahr so das erste Mal mit aufgetaucht. Und zwar ist es ein Slang, der aus dem Amerikanischen kommt. Und da steht es oder da geht es eher um so das Überraschende, das Ungewöhnliche. Und wie packe ich das jetzt in einen Kontext von Mediennutzung? Heute ist es so, dass die großen Social-Media-Kanäle, also wie Instagram, TikTok und YouTube, von allen bespielt werden. Also es ist sozusagen eine Content-Schlacht, die auf diesen Plattformen stattfindet, von Creatern, von Marken, von anderen Personen, die versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber man sollte auch mal nach links und rechts gucken. Das heißt jetzt nicht, dass diese Plattformen aus eurer Content-Strategie gestrichen werden sollten, ganz und gar nicht. Aber man kann die gleiche Plattform auch anders nutzen. Gerade hatten wir eine sehr tolle Frage, dass Suchfunktionen auf Social Media auch ein neuer Trend ist bzw. Relevanz hat. Viele Personen der jüngeren Zielgruppen benutzen TikTok mittlerweile als Suchplattform. Also die gehen gar nicht mehr so oft auf Google, sondern gehen eher auf TikTok und suchen irgendwas. Daher kann man eine gleiche Plattform wie zum Beispiel TikTok auch mit einem anderen Zweck mit Content bespielen. Oder man kann andere Plattformen auswählen, die das gleiche Ziel verfolgen und diese aber auch gleich nutzen. Ich habe euch mal 3 Plattformen mitgebracht, die wir total spannend finden. Und zwar ist das Reddit auf der einen Seite, Snapchat und WhatsApp. Ich glaube, Snapchat ist relativ selbsterklärend. Dort wird auch sehr viel Videocontent gepostet und es ist immer wieder ein super interessantes Tool, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Viele Veranstaltende bei uns benutzen auch E-Mail-Marketing, versenden immer wieder Newsletter, Ticketing-Updates und Co. an ihre Käuferschaft. WhatsApp ist auch ein interessantes Tool, um das Ganze noch mal ein bisschen nativer zu gestalten, vor allem bei einer jüngeren Zielgruppe, die sehr viel am Handy sind, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, sich mal irgendwo einzuloggen. Das heißt, dort ist einfach noch mal ein direkter Kanal für die Kommunikation. Und wer Reddit oder wem Reddit jetzt noch nicht so ein Riesenbegriff ist, würde ich die Plattform einfach noch mal ein bisschen stärker vorstellen. Die wurde 2005 in den USA gegründet, ist so eine Mischung aus Forum und sozialen Medien und war eigentlich eine der ersten großen Plattformen, die das Konzept von Community-basierten Diskussionsforum im Internet populär gemacht hat. Und Reddit ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen und dort kann jede x-beliebige Person kann sich anmelden und kann Beiträge erstellen, diese kommentieren. Und dann gibt es auch eine Funktion, dass man die Beiträge bewerten kann.
Also man kann sagen, man kann die sozusagen upvoten nach oben. Das heißt, mir gefällt der Beitrag, oder man kann die downvoten nach unten. Und je nachdem, wie letztendlich dafür gewotet ist, wird der Beitrag zu einem bestimmten Thema entweder weiter oben angeordnet oder weiter unten. Reddit ist unterteilt in verschiedene themenspezifische Bereiche. Die werden Subreddits genannt. Das sieht dann aus, dass man zum Beispiel ein R hat mit einem Slash. Wenn wir jetzt uns im Event-Kosmos begeben, oder dann ist es wahrscheinlich eher sowas mit R/Musik oder R/Konzerte, Festivals. Und das Interessante bei Reddit ist, dass die Beiträge auch bei Google ausgespielt werden. Das heißt, wenn man nach bestimmten Sachen googelt, kommen auch ganz viele Diskussionen, die aus einer Reddit-Diskussion hervorgehen. Das heißt, euer Event oder eure Veranstaltung gewinnt auch noch zusätzlich an SEO-Relevanz dazu. Und wie können Veranstaltende Reddit jetzt nutzen? Und zwar gibt es natürlich sehr starke zielgruppenspezifische Inhalte, die man ausspielen kann. Dadurch, dass man durch diese Subreddits, wie eher Festival oder eher Konzerte, oder ich sag mal eher Techno-Community in Köln, kann man Personen noch gezielter ansprechen, die eine bestimmte Interesse haben. Man kann als Veranstaltender Teilnahme an den ganzen Diskussionen haben und erweckt damit natürlich mehr Vertrauen bei der Zielgruppe und für sich auch mehr Sichtbarkeit. Und man kann natürlich auch in dem Reddit-Kosmos bleiben und plattformspezifische Inhalte erstellen. Bei Reddit ist das sowas wie ein Ask Me Anything oder AMA abgekürzt. Das heißt, man kommuniziert, dass man in 30-Minuten-Slot zum Beispiel alle Fragen der Community beantworten. Bei einer Veranstaltung könnte es sein, dass ein großes Festival bevorsteht und dass man irgendwie 2 Wochen vorher nochmal einen Ask Me Anything zu allen Themen rund um die Organisation, Anreise etc. Ausspielen könnte. Und was man da natürlich auch nicht vergessen darf, ist, Reddit ist super interessant, um Feedback einzuholen, was man gut macht als veranstaltende Person, was man vielleicht verbessern könnte. Das heißt, man kann auch noch viel von der Community lernen und mitnehmen. Und was viele vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben, Reddit kann auch als Werbeplattform genutzt werden. Das heißt, es gibt auch Ads, die zwischen Beiträgen ausgespielt werden, und man kann seine Postings auch bewerben, damit die weiter oben abgespielt werden. Dann einmal der zweite Tipp, hyperpersonalisierter Content. Was bedeutet das überhaupt? Ist ganz einfach, man muss nur die richtige Nachricht an die richtige Zielgruppe schicken, zur richtigen Zeit und zum richtigen Channel. Alles etwas schwieriger oder herausfordernder, auch je nachdem, in was für einem Prozess man sich befindet, wie gut man seine Zielgruppe schon kennt, wie stark die Content-Strategie ausgearbeitet ist. Aber wenn man versucht, das ein oder andere danach zu verfolgen oder den Content so hyperpersonalisiert wie möglich zu gestalten, dann kann natürlich auch passieren, dass ihr als Veranstaltung oder Event eine erhöhte Relevanz habt natürlich, ne, weil maßgeschneiderte Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen sind ansprechender. Es gibt ein gesteigertes Engagement, weil die Zielgruppe sich auch stärker mit den Sachen auseinandersetzt, die sie interessieren, weil es letztendlich eine persönliche Ansprache gibt, relevante Botschaften werden geteilt. Und letztendlich führt das natürlich auch dazu, dass ihr mit eurer Kundschaft oder eurer Community noch eine stärkere Loyalität aufbaut. Also wirklich den individuellen Bedürfnissen nachgibt, die Vorlieben berücksichtigt. Und das kann sich auch immens als einen Trust-Faktor ausordnen. Und um da hinzukommen, habe ich euch nochmal ein paar Punkte mitgebracht, wie man das anstellt und wie man das macht. Zu Anfang muss man natürlich in eine Datenanalyse gehen. Da gibt es verschiedene KI-gesteuerte Tools, die man nutzen kann für größere Unternehmen. Aber wenn ihr zum Beispiel eure Website oder euren Ticketshop mit Google Analytics verbunden habt, dann könnt ihr in Google Analytics auch sehr gut einsehen, woher eure Zielgruppen kommen und auch wie letztendlich ihr Kaufverhalten ist. Was ich immer gerne mit auf den Weg gebe als Tipp ist, dass ihr euch auch mal die Reviews anguckt. Also sei es eine Google Review, sei es eine andere Review, die auf einem anderen Kanal dagelassen wird und das Feedback daraus nimmt oder guckt, was sich Leute wünschen und dass Social Listening betrieben wird. Also wenn ihr Content postet und dort Kommentare sind, die interessant sind, dass ihr euch die anschaut, dass ihr aus den Kommentaren wieder neuen Content macht und so eure Zielgruppe noch stärker oder besser kennenlernt. Dann kann hier natürlich auch bei der Erstellung von Content oder bei der Erstellung von automatisierten Inhalten KI genutzt werden. Da gibt es eine sehr gute Kombination zwischen ChatGPT und Canva.
Ich würde bei ChatGPT nie darauf gehen, dass die KI für euch alle Posts komplett erstellt, sondern lediglich, dass ihr euch Inspirationen holt, dass ihr euch Unterstützung holt bei einem Content-Kalender, dass ihr Themen definiert, die eure Zielgruppen interessieren. Und Canva ist ein sehr, sehr starkes Tool, um viel Content in kurzer Zeit zu produzieren, weil es da super viele Hilfsmittel gibt, die mit Hilfe von KI gesteuert werden. Falls ihr da euch nochmal stärker mit austauschen wollt, könnt ihr mir im Nachgang gerne schreiben, dann kann man sich da nochmal ein bisschen besser austauschen. Und letztendlich können im Rahmen von Newslettern oder von WhatsApp die Zielgruppen natürlich nochmal besser segmentiert werden. Also man kann dann über diese Kanäle nochmal stärker zielgruppenspezifische Kampagnen ausspielen und die Botschaften auch nochmal personalisierter gestalten. Dann der dritte Tipp. Nutzt in eurem Content aktuelle Formate und Trends. Aber was immer ganz wichtig ist, dass diese Trends und Formate in einem Kontext passieren. Ich glaube, mittlerweile haben es viele auch schon mitgekriegt auf den sozialen Plattformen. Videocontent ist immer noch und wird auch immer noch King bleiben in 2024 und auch noch danach, weil Video natürlich auch sehr viel auf die Plattformspezifikation und Co. eingeht. Und ich habe euch mal eine kleine Checklist mitgebracht, wie ihr in 2024 oder welche Merkmale ihr in 2020 mitnehmen könnt, damit euer Videocontent auf Kurs ist. Das heißt, am Anfang des Videos sollte eine Botschaft immer schnell vermittelt werden. Also was, ne, da kommen wir wieder in dieses Hyperpersonalisieren. Was ist die Nachricht und was will ich meiner Zielgruppe mitgeben? Das kann aber auch passieren, indem ihr visuelle Anreize setzt, entweder durch einen Signature-Move, der passieren kann, oder durch eine schnelle Abfolge von Bildern. Dann der Fokus sollte ganz klar auf Shortform-Video liegen, also wirklich Inhalte erstellen, die eine kurze Dauer haben, damit letztendlich auch die Dwell-Time also mitbezogen wird. Und Storytelling kann auch in kurzen Clips passieren. Das heißt einfach nur, dass ich das auslagere und mehrere kurze Clips auf meinem Kanal poste hintereinander. Dann könnt ihr auch in den Videos selber interaktive Elemente einbinden, wie zum Beispiel Umfrage, wie zum Beispiel Quizzes, die ihr letztendlich auch wieder nutzen könnt für Insights, wo ihr neue Videos daraus generieren könnt oder wo ihr euren Content anpassen könnt. Was natürlich wichtig ist, ist, dass gerade auf Plattformen wie TikTok oder auch auf Instagram authentische und native Inhalte wichtig sind. Das heißt, auf TikTok kommen Videos, die mit einer Handykamera gefilmt sind, deutlich besser an im Vergleich als Videos, die eine hohe Produktion haben. Es kommt natürlich auch immer auf die Absicht eures Videos an. Zum Beispiel ein Aftermovie sollte schon in einer guten Qualität geschnitten sein oder produziert sein, weil ihr das wahrscheinlich auch auf mehreren Kanälen verwenden würdet. Wenn es zum Beispiel ein FAQ ist oder eine Umfrage oder eine Präsentation von irgendwelchen Features auf euren Events, dann kann das auch mit einer Videokamera abgefilmt werden. Und was bei TikTok natürlich auch ein Riesenthema ist, ist die Verwendung von Sounds, die im Trend sind, aber die sollte man auch mit Kontext verwenden. Das heißt, wenn ihr, also TikTok ist ja eine Plattform, die aus einer musikalischen Richtung kommt ursprünglich und Sounds sind dort super wichtig. Das heißt, die Sounds, die im Trend liegen, könnt ihr dann auf euer Event oder auf eure Veranstaltung anpassen. Aber vielleicht nochmal als Heads-up, nicht alle Sounds sind für Unternehmen zugänglich. Das heißt, TikTok hat eine Commercial Library, aus der sich bedient werden kann. Aber ich würde sagen, falls ihr da noch tiefere Fragen habt, würde ich einmal empfehlen, wenn ihr jemanden habt, der sich mit Datenschutz auskennt in eurem Unternehmen, mit dieser Person einmal zu sprechen, bevor ihr euch an jeglichen Sounds bedient. Dann kommen wir einmal noch zum weiteren Thema, und zwar Memes. Ich finde Memes immer total spannend, weil ein Meme eigentlich für Aktualität steht. Das heißt, sie sind relatable, kulturell relevant. Und bei einem Meme werden meist humorvolle Inhalte angewendet, auch bei vielleicht Sachen, die eher Baustellen aufweisen. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal was unglücklich gelaufen ist oder so, je nachdem, wie ihr euch damit fühlt, dann könnt ihr auch diesen Inhalt nehmen und in einem Meme verwandeln,
dass ihr selber ein bisschen sarkastisch an die Sache rangeht und auch ein bisschen Transparenz erzeugt und sagt, ihr habt gewisse Dinge verstanden. Und was bei Memes eigentlich immer ganz wichtig ist, ist, dass man eine Meme nie erstellen sollte, weil man irgendwie viral gehen möchte, sondern meist so ein ungewollter Charakter gibt dem Meme Mehrwert. Und Memes sind ja meist auch immer so eine Grauzone, was das Urheberrecht angeht, aber die Erstellung und Veröffentlichung fällt unter die Schranken des Urheberrechts und ist somit auch in der Regel erlaubt. Wie gesagt, auch da, wenn ihr euch da unsicher seid, sprecht gerne nochmal mit eurem Datenschutzbeauftragten in eurem Unternehmen. Und um das einmal ein bisschen zu verdeutlichen, dass Memes auch in einem Kontext genutzt werden sollten, habe ich hier einmal ein Meme mitgemacht, was immer gleich ist. Also das habt ihr vielleicht schon mal gesehen online. Zwar kann man das einmal für ein Festival anwenden, also Arbeit und Verantwortung, du, Tickets für ein 5-Tage-Festival, wenn ihr zum Beispiel ein Festivalveranstalter seid und euren Ticket-Sale live nehmen möchtet, dann funktioniert sowas natürlich super gut. Im Club kann das gleiche Meme gespielt werden, der Wohnort nicht in NRW, du und Shaquille O'Neal, den vielleicht viele aus dem Basketball kennen, ist auch ein DJ tatsächlich, hat letztes Jahr im Bootshaus aufgelegt, im Club in Köln und kommt dieses Jahr auch wieder, das heißt, das ist auch relatable für die Zielgruppe. Und als letztes haben wir noch vielleicht einmal das gleiche für ein Live-Konzert. Dein Urlaubsbudget, du und Taylor Swift in Deutschland. Also wer es noch nicht mitgekriegt haben sollte, Taylor Swift ist mit ihrer Tour dieses Jahr in Deutschland. Ich habe mich auch versucht, um Tickets zu bemühen, aber das war mir dann doch auch etwas zu hoch bepreist, sagen wir es mal so. Dann gehen wir zum vierten Tipp. Relevant bleiben dank Evergreen-Content. Evergreen-Content ist auch wieder so ein Buzzword, würde ich mal sagen, was in den letzten Monaten oder im letzten Jahr häufig verwendet wurde, wenn es um Content geht. Das heißt, bei Evergreen Content geht es um zeitlose Inhalte, die langfristig relevant bleiben. Das sind zum Beispiel Leitfäden, How-To-Anleitungen, Glossare, Reviews, Checklisten und Co. Das heißt, es sind einfach Sachen, die eure Zielgruppe immer interessieren wird. Egal zu welchem Zeitpunkt, wenn ein Event ansteht, wird jemand immer Fragen haben zum Ticketing oder zum Einlass oder vielleicht am Ende, wenn das Event vorbei ist, wird man Fragen haben zu, wann kommt das nächste Event, wann verkauft ihr wieder. Das heißt, solche Sachen sind immer super spannend und können auch zu jeder Zeit bespielt werden. Was sind die Vorteile daran? Wenn ihr Evergreen-Content habt und im Gegensatz zu trendbasierten Content fällt der Trend ja relativ schnell ab. Bei Evergreen-Content ist es so, dass der auf einer geraden Linie meist verläuft. Das heißt, ihr garantiert euch langfristigen Traffic und sorgt dafür, dass kontinuierlich BesucherInnen auf euren Ticketshop, auf eure Webseite, auf eure sozialen Kanäle kommen. Natürlich führt Evergreen-Content auch zum SEO-Boost, weil die Inhalte das Suchmaschinen-Ranking verbessern. Evergreen ist pflegeleicht. Also wenn du den Content einmal erstellt hast, dann ist es meist so, dass man teilweise nur noch aktualisieren muss, wenn sich irgendwas ändert oder updatet. Das heißt, ihr habt weniger Ressourcen, die ihr damit verschwenden müsst, in Anführungszeichen. Und Evergreen Content bietet, wie gerade schon gesagt, einen hohen Mehrwert für eure Zielgruppe, da er stets nützliche Informationen liefert. Und wie mache ich das? Also wie kann ich so meinen ersten Weg zu Evergreen Content ebnen? Das heißt, ihr geht erstmal in die Themenforschung, überlegt euch, okay, welche Themen, die dauerhaft relevant sind und für meine Zielgruppe interessant sind, gibt es überhaupt? Dann bei Evergreen Content, im Gegensatz zu trendbasierten Content oder sonstiges, ist immer eigentlich Qualität vor Quantität, weil ihr wollt dort Fokus auf hochwertige Inhalte legen, die gründlich recherchiert und gut geschrieben sind, weil letztendlich stehen die Inhalte ja auch für eure Veranstaltung. Gerade auch schon gesagt, Evergreen Content, dadurch, dass er pflegeleicht ist, ist es super, aber trotzdem, bei Bedarf muss Evergreen Content aktualisiert werden, um die Relevanz beizubehalten. Und man kann bei einem Evergreen Content kann man auch immer einen Call to Action hinzufügen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Leitfaden habt, der die Anreise beschreibt oder sonstiges, dann kann man immer einen Call to Action hinzufügen. Zum Beispiel, ihr reist aus einem anderen Bundesland an oder aus einem anderen Land und sucht nach Übernachtungsmöglichkeiten. Das heißt, ihr verlinkt sozusagen euren Content nochmal mit anderen Content-Bausteinen, worauf letztendlich User oder KäuferInnen wieder hingeleitet werden können. Und so ein kleiner Pro-Tipp noch von mir,
dass ihr FAQs am besten nutzt, weil dann könnt ihr häufige Fragen schon proaktiv zu beantworten. Das heißt, wenn ihr eine Veranstaltung habt, dann verkauft ihr natürlich im besten Fall alle Tickets sofort aus. Aber es ist ja eigentlich so, dass im Laufe der Zeit neue KäuferInnen dazukommen und sich Tickets kaufen. Das heißt, diese KäuferInnen haben bestimmt auch Fragen, zu denen sie sich vorher informieren wollen oder danach. Und wenn ihr dann ein FAQ schon irgendwo platziert habt, sei es auf einer Webseite oder zum Beispiel auf einem Instagram-Channel, im Story-Highlight, im Feed, dann werden die KäuferInnen oder die potenziellen KäuferInnen schon vorab mit den ganzen Infos konfrontiert und können sich informieren, damit auch wiederkehrende Fragen effizient beantwortet werden, weil solche Fragen werden immer wieder kommen. Dann ein letzter Tipp von mir, startet auch heute damit, Content zu recyceln. Wir haben bei uns im Portfolio auch sehr viele kleine Veranstaltende, die kleine Clubshows veranstalten oder die kleinere Festivals haben, vielleicht einen B2B-Event. Und mit Content Recycling löst ihr eigentlich viele Sachen. Und zwar Kosten, Zeit, es hilft bei der Planung und es löst Blockaden. Und bei Content Recycling ist es so, ihr sorgt in bestimmten Abständen für eine kontinuierliche Reichweite, Sichtbarkeit, Posting-Frequenz und könnt dadurch natürlich noch Insights für euren Content generieren. Generell kann man aus einer Idee dann viel machen mit einem richtigen System und sozusagen könnt ihr den Evergreen-Content und die FAQs benutzen, um daraus auch Content Recycling zu betreiben. Und wie das einmal aussehen kann, würde ich euch mal in den nächsten zwei Slides zeigen, denn es gibt zwei Variationen, wie man Content recyceln kann. Das heißt, zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal im Videokosmos für eine Veranstaltung. Ihr ladet ein Video hoch, wo ihr Fragen beantwortet. Zum Beispiel 5 Fragen in einem Stück. Das heißt, aus diesen 5 Fragen kann man dann nochmal andere Formate machen. Das heißt, man könnte kurze Videoclips erstellen, also ein Clip für eine Frage und könnte die dann wieder auf dem Kanal posten. Man könnte aus den Fragen eine Infografik erstellen mit den wichtigsten Punkten und diese dann nochmal visuell darstellen für ein anderes Format. Man könnte sogar auf das ursprüngliche Video reagieren, wenn eine Frage dazugekommen ist, wenn man das einfach nochmal wieder aktuell in den Fokus rücken möchte. Oder man könnte aus dem Video auch Screenshots nehmen und die dann nochmal auf Social Media teilen mit einer bestimmten zusätzlichen Textelement oder sonstiges. Und das geht natürlich nicht nur bei einem Video, also auch wenn ihr euch zum Beispiel in einer B2B-Branche bewegt mit Events und Blogartikel schreibt oder sonstiges. Man kann auch Blogartikel recyceln und daraus wieder andere Inhalte machen. Also das sollte eigentlich immer ja Omnichannel gedacht werden. Und dann gibt es noch eine zweite Form, dass Content angepasst wird, der inhaltsorientiert funktioniert. Also man hat ein Video und man nimmt das gleiche Video und passt zum Beispiel den Schnitt an. Das heißt, man macht den Schnitt dynamischer, macht kürzere Abänderungen und kann das Video dann nochmal neu posten. Man könnte, wenn man ein Video mit einem Sound hat, wie zum Beispiel bei TikTok, dann kann man auch nochmal einen anderen Sound hinzufügen, der gerade vielleicht im Trend ist und zum Video passt und das Video nochmal neu posten. Man kann zum Beispiel, wenn man einen Sound hat, kann man den Sound stumm schalten und einen Voice-Over drüberlegen und das Video nochmal posten. Man kann zum Beispiel Textelemente oder Grafiken, die in dem Video sind, an verschiedene Sachen positionieren, ergänzen oder austauschen. Und was eigentlich auch super interessant ist, das könnt ihr analysieren, wenn ihr Videos ausspielt und euch die Watchtime anschaut. Also wie lange schaut meine Zielgruppe das Video, könnt ihr bestimmte Inhalte nochmal neu anordnen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit einem visuellen Reiz anfangt, der aber nicht funktioniert, könntet ihr das Wichtigste aus dem Video nochmal nach vorne packen. Das heißt, ihr organisiert euer Video am besten in verschiedene Baukasten oder in Elemente, dass ihr da in der Reihenfolge nochmal ein bisschen variabler seid. Und jetzt komme ich nochmal zum letzten Punkt, zum Bonustipp. Es wird ja auch viel Content oder Reichweite sich dazu geholt, indem man zum Beispiel mit InfluencerInnen kooperiert oder sich Creator bucht, die letztendlich auch nochmal Content über meine Veranstaltung oder mit meiner Veranstaltung machen. Das funktioniert teilweise auch super gut, aber natürlich auch wieder für Veranstaltende, die auch die Ressourcen und das Budget dafür haben.
aber man kann natürlich auch das Ganze von innen herantreiben. Das heißt, durch Thought Leadership und Corporate Creators könnt ihr letztendlich auch Content erzeugen, der authentisch und glaubhaft ist. Ich habe euch mal jemanden mitgebracht, beziehungsweise einen Kunden von uns, das ist Mary Jane. Die Mary Jane ist die größte Cannabis-Messe in Europa und die Veranstaltenden selber sind immer wieder im Videomaterial zu sehen. Also man sieht das hier auf der rechten Seite. Sie treten immer wieder in den Vordergrund, zeigen ihr Gesicht und so wird der Content letztendlich natürlich noch glaubwürdiger, weil er von der veranstaltenden Person selber kommt. Und mit der Zeit wird euer Content dann auch mit eurer Veranstaltung in Verbindung gebracht und letztendlich noch valider. Ja, man sieht das zum Beispiel hier, das ist die Hauptorganisatorin, die hat zum Beispiel ist immer wieder in Reels vor der Kamera und erklärt super viele Sachen auch super gut. Und das ist auch einer der Gründe, warum letztendlich diese Community für diese Veranstaltung auch so gewachsen ist. Genau, vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ihr solltet das Left Field bei der Kanalwahl bedenken, dann einmal den Tipp, hyperpersonalisierten Content zu erstellen. Man kann in der Content-Strategie beides machen. Man kann aktuelle Formate und Trends verwenden, Evergreen-Content relevant bleiben. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Und ganz wichtig, recycelt ruhig euren Content, adaptiert euren Content, gerade wenn wenige Ressourcen im Team vorhanden sind. So könnt ihr immer noch garantieren, dass der Content ausgespielt wird. Und dann könnte es sein, dass euer Event mit ein paar Tipps letztendlich auch mehr Reichweite generiert. Das war's von mir, von meinem Vortrag. Ich bedanke mich sehr. Und falls ihr Fragen oder Sonstiges habt, ich bin auf LinkedIn erreichbar. Ich habe hier meine Mailadresse mal angehängt. Das heißt, schreibt mir gerne und meldet euch, falls ihr da in den Austausch gehen wollt. So, vielen lieben Dank, Arne. Das war auf jeden Fall spannend. Ich würde jetzt einmal schnell meinen Bildschirm teilen. Wir haben die eine oder andere Frage reinbekommen. Ich würde jetzt aus zeittechnischen Gründen versuchen, das ein bisschen kürzer zu halten, damit wir noch ein bisschen in der Zeit bleiben. Die erste Frage von Luisa ist, welche Formate findest du aktuell am relevantesten und siehst du auch zukünftige Trends für neue Formate? Wird sich 9:16 halten? Also ich würde schon sagen, dass 9:16 sich halten wird, aber wenn ihr in die Produktion von Content geht, würde ich immer im 16:9 drehen. Und die verschiedenen Formate letztendlich abstecken. Das heißt, man kann aus einem 16:9 ja auch ein 9:16 machen, indem man die Person zentral zentriert. Aber wenn ihr nur im 9:16 denkt oder produziert, dann ist es letztendlich nur für zwei Kanäle so. Das heißt, wenn man im 16:9 produziert, dann hat man nochmal die Möglichkeit, das auf weiteren Kanälen auszustrahlen. Aber ich glaube schon, dass 9:16 sich auf jeden Fall halten wird. Absolut, vielen Dank. Jana fragt, wie kann man mit Canva, kann Canva mit ChatGPT kombinieren? Direkt meine ich nicht. Also es gibt natürlich die ein oder andere, die ein oder andere Lösung, die man da machen kann. Also man kann zum Beispiel einen GPT antrainieren, das sich auf Canva spezialisiert. Aber ich glaube, Jamina, am meisten Sinn macht es, wenn man da mal sich über eine Mail oder eine Nachricht austauscht, weil das ein sehr breites Thema auch ist und sehr komplex und ich glaube, vielleicht jetzt nicht für alle gerade so relevant. Absolut. Auch da wieder, ihr könnt euch Arne gerne auf LinkedIn schnappen und dann nochmal die Fragen stellen, die tiefer gehen sollen. Sabrina fragt, kann man mehr auf Reddit eingehen, beziehungsweise hast du da nochmal ein paar Quick Hacks? Ich glaube, Quick Hacks gibt es gar nicht bei Reddit. Reddit ist einfach eine Plattform, wo man sich auch ausprobieren kann und man kann natürlich auch gut nach den Upvotings oder Downvotings sehen, wie gut mein Content und meine Inhalte ankommen. Das heißt, ich würde mich immer daran orientieren, wie viele Votes letztendlich euer Beitrag hat, aber probiert euch aus generell auf Plattformen. Also ich glaube, wir sind immer noch viel zu ängstlich, dass wenn wir Content erstellen, dass jemand den dann negativ bewertet. Es gibt immer Leute, denen wird das nicht gefallen. Aber solange ihr mit eurem Content selbstbewusst seid und euch das gefällt, dann spielt den ruhig aus. Ja, also ich glaube, das Gleiche gilt einfach für Reddit. Absolut. Auch. Ja, vielen Dank. Und weiter machen wir mit einer Frage von Paula. Wie würdest du WhatsApp nutzen? Hier in Deutschland denke ich, dass die Leute nicht so sehr, also den Kanal nicht so sehr mögen. Also ich glaube, mögen ist immer so eine Sache, aber super viele Leute kommunizieren über WhatsApp.
Und wir merken das auch in unseren Vertriebsaktivitäten, dass WhatsApp ein gängiger Kanal ist, um auch Menschen zu erreichen. Also wenige reagieren noch auf einen Anruf oder auf eine Mail. WhatsApp ist eigentlich so als Kommunikationskanal, um wen zu erreichen, mit am besten. Und WhatsApp für Business oder Broadcast unterscheidet sich ja auch nochmal ein bisschen zu einem regulären WhatsApp. Ja, absolut. Vielen lieben Dank. Und eine Frage von Sophia. Streng genommen sind fremde Sounds doch eigentlich nie frei zur kommerziellen Nutzung, oder? Ich sehe immer wieder Unternehmen, die Nutzungsrechte ignorieren. Herrscht einfach generell in den Social Media aktuell, wo kein Kläger, da kein Richter? Und siehst du ein Risiko für Trail and Error? Also wenn letztendlich ein Sound genutzt wird, der nicht in dieser Commercial Library bei TikTok ist, dann wird der Sound meines Wissens nach automatisch von TikTok nicht ausgespielt. Und ich glaube, es geht nochmal darum, also TikTok hat nicht immer alle Rechte an den ganzen Sounds oder beziehungsweise die Unternehmen haben nicht die Rechte, wenn ich zum Beispiel einen Song von Taylor Swift unter mein Video lege. Aber eigentlich sollten in dieser Library alle Sounds zu finden sein, wo man sich auch sicher sein kann, dass die ausgespielt werden. Ja. Klar, es gibt immer wieder eine Grauzone hier oder da und das liegt dann in eurem eigenen Ermächtnis, wie ihr da weitestgehend das probieren wollt. Und wie gesagt, wenn ihr unsicher seid, sucht euch einen Datenschutzbeauftragten, der sich vielleicht mit dem Thema nochmal genauer auskennt. Genau, das würde ich mit auf den Weg geben. Absolut. Vielen lieben Dank, Arne. So, und jetzt last but not least von Leslie Ann die Frage, wie würdest du das Thema auf Instagram angehen, wenn die Zielgruppe sehr klein und spezifisch ist? Zum Beispiel exklusive Küchen. Ja, das ist eine gute Frage. Auch eine kleine und spezifische Zielgruppe kann durch hyperpersonalisierten Content angesprochen werden. Also exklusive Küchen, da sind natürlich Menschen mit einem hohen Spend, sage ich mal, ne? Aber da würde ich auch versuchen, sehr viel über Video zu gehen, die vielleicht so die Exklusivität der Küchen noch mal ein bisschen in den Vordergrund stellt. Oder letztendlich gehört da auch so ein bisschen Brandbuilding dazu. Also wenn ich eine Zielgruppe habe, die meine Marke abfeiert von diesen Küchen, dann ist es letztendlich vielen teilweise egal, wie viel Geld sie letztendlich dafür ausgeben. Also man kennt das ja auch aus anderen Bereichen, wie Luxusgüter oder Sonstiges. Dann würde ich das einfach klar positionieren. Und dann hat man immer noch die Zielgruppe, die sich damit angesprochen fühlt. Ja, absolut. Ja, vielen lieben Dank, Arne. Das war es jetzt erstmal mit den Fragen. Sollten Fragen noch aufploppen, die ihr Arne stellen wollt, dann vernetzt euch sehr, sehr gerne im Anschluss mit ihm. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Vor- bzw. Nachmittag. Schön, besten dass du Dank. Dabei warst. Und sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Danke, ciao.